Okay, gut im Kreis laufen, auch gut. Grummel, grummel. Genau. Jetzt habe ich wieder Zeit für dich. Wenn ich der Mitte ziemlich nahe komme und da sind Skelette. Drei Stück auf dem Dach. Nein. Nein, nein, nein. Drei Skelette, wenn die gleichzeitig schießen und treffen, dann war es das. Wow, genau, das ist mir viel lieber. Wie sieht's hier oben aus? Es können ein paar Spinnen dazu kommen. Ah, das ging ziemlich schnell. Irgendwas ist hier gerade. Nein, war nichts. Ganz normale Paranoia. Und wohin führt mich dieser Weg? Okay, das war eine längere Pause im Spiel, die ich mir nicht erklären konnte, im Gegensatz zu vielen anderen Pausen. Einfach mal den Weg weiterlaufen, der Weg scheint ziemlich in Ordnung zu sein. Wow, zwei Skelette schießen gleichzeitig. Hier sind so viele Gegner. Ja, ich mag diesen Weg. Nein, nein, da ist viel Wasser drin. Ist jetzt egal. Wow! Wow, direkt vor mir explodiert. Wunderbar. Zum Glück hat er wenigstens noch den zweiten Creeper hinten erwischt. Zwei Creeper-Explosionen nacheinander wären blöd gewesen. Dann doch lieber ein Creeper, der einen anderen tötet, statt dass zwei explodieren. Okay, ein bisschen Rüstung weggefetzt, aber weiter. Ich bin, glaube ich, auf der anderen Seite dieses Dungeons angekommen. Habe meine erste Dungeon-Durchquerung hinter mir. Yep. Ja, wunderbar. Und ich sehe, dass da oben an mehreren Stellen große Schätze sind. Okay, neue Mission, finde das Ding da. Kommen wir mal dahin. Was ist denn das Rot? Ein Feuergolem. Oh, nein, danke, heute nicht. Da will ich jetzt hoch. Keine Widerrede. Und ich erwarte TNT-Fallen bei so etwas. Was schiebt mich da schon wieder? Nichts. Okay. Wow. Es ist wirklich, dass da ein Creeper-Spawner ist. Ah, komm schon. Hä, ich lebe noch? Na gut. Creeper, wo bist du lang gelaufen? Na komm her. Hahaha. Das war nicht schön. Das war nicht schön. Gar nicht lustig. Okay, lass das. Es liegt an diesem Dungeon. Es lag wohl doch nicht daran, dass ich Dateien kopiert habe oder nicht so sehr. Schön ist das nicht, danke. Ruckel nicht ganz so viel, bitte. So. Ja, dafür opfere ich ein bisschen Cobblestone. Na, doch nicht an die Stelle. Komm schon. Da ist eine Spinne über mir oder eine Ratte. Ja klar. Okay, hier fallen definitiv Creeper von der Decke. Und die dauernden Pausen sind wieder unerträglich. Deswegen mach ich mal eine Pause mit dieser Folge.